Das ist Johannes. Johannes lebte vor etwa 2000 Jahren. Gott hatte ihm aufgetragen, in der Wüste zu leben und dort zu den Menschen seiner Zeit zu sprechen. Er forderte die Leute, die zu ihm kamen, auf, ihr Leben zu ändern. Als Zeichen dafür tauchte er die Leute im Jordan unter. Das nannte man Taufe. Und Johannes wurde deshalb Johannes der Täufer genannt. Eines Tages kam auch Jesus zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Johannes erkannte, dass Jesus Gottes Sohn war und sagte deshalb zu den Leuten, die bei ihm waren, »Das ist der Mann, von dem ich euch schon erzählt habe, einer, der nach mir kommen wird und größer ist als ich, der von Gott Gesandte, der einmal für die Schuld aller Menschen bezahlen wird.« Johannes wollte Jesus erst gar nicht taufen. »Du müsstest mich taufen«, sagte er. Jesus machte ihm aber klar, dass es wichtig für ihn sei, diesen Schritt zu machen, also taufte Johannes Jesus. Als er wieder aus dem Wasser auftauchte, kam eine Taube geflogen und landete auf Jesus. Das war ein Zeichen dafür, dass Gottes Heiliger Geist auf Jesus kam, der ihn von da an begleitete und führte. Gleichzeitig sprach eine Stimme aus dem Himmel: »Das ist mein Sohn, den ich liebe und von dem ich begeistert bin.« Jesus war etwa 30 Jahre alt, als das alles geschah. Eines Tages war Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, auf einer Hochzeit. Auch seine Mutter Maria war mit dort. Nach einer Weile wurde der Wein immer weniger und war fast alle. Da kam Maria zu Jesus und sagte ihm, dass fast kein Wein mehr da ist. Sie wollte, dass Jesus ein Wunder tut. Jesus antwortete nur: »Warum fragst du mich um Hilfe? Es ist für mich noch nicht an der Zeit, solche Dinge zu tun.« Doch Maria sagte zu den Kellnern: »Tut, was immer Jesus euch sagt.« Es gab dort 6 große Steinkrüge. Jesus sagte zu den Kellnern: »Füllt diese Krüge mit Wasser.« Das taten sie. Als die Krüge voll waren, schöpften sie etwas von dem Wasser ab und es war zu Wein geworden. Der Wein war sogar noch besser als der, den es vorher auf der Hochzeit gegeben hatte. Die Feier konnte weitergehen. Das war das erste Wunder, das Jesus tat. Eines Tages ging Jesus in den Tempel. Das ist so etwas wie heute eine große Kirche. Im Tempel waren viele Stände aufgebaut, in denen Händler Tiere verkauften und Geld wechselten. Als Jesus das sah, wurde er wütend. Er ging zu den Ständen, warf sie um und ließ die Tiere frei. Dieser Ort soll ein Ort des Gebets sein, ein Ort, an dem Menschen mit Gott reden können. Ihr habt daraus einen Jahrmarkt gemacht. Den Leitern des Tempels gefiel nicht, was Jesus da getan hatte, weil sie natürlich von den Händlern profitierten. Sie überlegten sich von da an, wie sie Jesus loswerden konnten. Eines Nachts kam ein Mann namens Nikodemus zu Jesus. Nikodemus war einer der jüdischen Leiter. Er wollte sich mit Jesus unterhalten. Nikodemus sagte zu ihm: »Jesus, wir wissen, dass Gott dich geschickt hat. Du könntest nicht solche großen Wunder tun, wenn es nicht so wäre.« Jesus erklärte ihm: »Ich möchte dir etwas sagen. Keiner kann in Gottes Königreich kommen, wenn er nicht neu geboren wird.« Nikodemus war verwirrt. »Wie kann denn ein erwachsener Mann neu geboren werden? Er kann ja nicht in den Bauch seiner Mutter zurückkriechen.« »Du bist doch ein gebildeter Mann und müsstest eigentlich wissen, wovon ich rede. Wenn du dich nicht neu für Gott entscheidest und dich taufen lässt und Gottes Heiliger Geist dich nicht zu einem neuen Menschen macht, kannst du nicht zu Gott kommen.« Nikodemus begriff immer noch nicht, was Jesus meinte. Da erklärte er ihm noch genauer, wie man zu Gott kommen kann und dass Jesus selbst der Weg dorthin ist. Eines Tages ruhte sich Jesus an einem Brunnen aus.
Da kam eine Frau an den Brunnen. Diese hatte einen anderen Glauben als Jesus. Sie war eine Samariterin. Als sie Wasser holen wollte, bat Jesus sie, ihm Wasser zu geben. Die Frau war verwirrt. Du bist doch ein Jude. Normalerweise reden Juden nicht einmal mit uns, weil wir einen anderen Glauben haben. Warum bittest du mich um Wasser? Wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mich um Wasser bitten, entgegnete Jesus. Du hast ja nicht einmal etwas zum Wasser schöpfen, wunderte sich die Frau. Jeder, der dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig, erklärte Jesus. Ich kann dir Wasser geben, das deinen Durst für immer stillen wird. Dann gib mir bitte dieses Wasser, freute sich die Frau. Klar, bring aber erst deinen Mann her. Ich habe keinen. Richtig. Du hattest schon 5 Männer und lebst jetzt mit einem Mann zusammen, mit dem du nicht verheiratet bist. Als Jesus das sagte, erschrak die Frau. Woher weißt du das? Bist du etwa der Retter, den Gott schon lange angekündigt hat? Der Messias? Ich bin es. Die Frau war begeistert und holte gleich viele Menschen aus ihrer Stadt. Und Jesus erzählte ihnen von Gott. Viele dieser Menschen erkannten, dass Jesus wirklich von Gott geschickt wurde. Eines Tages kam ein hoher Beamter zu Jesus. Er bat ihn um Hilfe, weil sein Sohn schwer krank war und kurz vor dem Sterben. Jesus erwiderte nur, »Wenn ihr keine Wunder seht, werdet ihr wohl niemals auf mich vertrauen. Geh nach Hause, dein Sohn ist gesund.« Der Beamte ging nach Hause und auf dem Heimweg kamen ihm ein paar Freunde entgegen und berichteten ihm, »Deinem Sohn geht es besser.« »Seit wann?« fragte er. »Seit ungefähr 16 Uhr.« Das war genau die Zeit, wo Jesus gesagt hatte, »Dein Sohn ist gesund.« Da freute sich der Beamte und er und seine ganze Familie glaubten seitdem daran, dass Jesus von Gott geschickt wurde. Einmal war Jesus in Jerusalem. Dort gab es ein Wasserbecken, an dem immer viele Menschen mit Behinderungen lagen. Das Becken hatte eine heilende Wirkung. Ab und zu bewegte sich das Wasser im Becken. Wer dann als erstes darin war, wurde gesund, egal welche Krankheit er hatte. Einer von den Menschen, die dort lagen, war ein Mann, der seit 38 Jahren nicht mehr gehen konnte. Jesus sah ihn und sprach ihn an. Willst du geheilt werden? Ja, antwortete der Mann. Ich habe aber niemanden, der mich in das Becken tragen kann. Es ist immer jemand anders vor mir drin. Jesus befahl ihm. Steh auf, nimm die Matte, auf der du sitzt, und geh. Er war sofort geheilt, nahm seine Matte und ging herum. Als er so herumlief, sahen ihn ein paar der jüdischen Leiter, wie er seine Matte herumtrug. Es war Sabbat, der jüdische Sonntag, an dem es streng verboten ist zu arbeiten. Sie sprachen ihn darauf an, warum er seine Matte herumträgt, obwohl das verboten ist. Er antwortete nur, »Der Mann, der mich geheilt hat, hat mir gesagt, ich soll sie mitnehmen.« Sie fragten ihn, »Wer hat dich denn geheilt?« Doch das wusste der Mann nicht mehr. Jesus war inzwischen weitergegangen und nicht mehr zu sehen. Später traf Jesus den geheilten Mann im Tempel. Das ist so etwas wie heute eine Kirche. Er sprach ihn an. Super, jetzt bist du wieder gesund. Lebe nun nach Gottes Geboten, dass dir nichts Schlimmeres passiert. Danach ging der Mann zu den jüdischen Leitern und berichtete ihnen, dass Jesus ihn gesund gemacht hatte. Eines Tages predigte Jesus öffentlich zu sehr vielen Menschen. Als es Abend wurde, machte er eine kurze Pause und redete mit seinen Freunden, den Jüngern. Er fragte die Jünger, »Die Leute brauchen etwas zu essen. Lasst uns ihnen Essen geben.« Die Jünger überlegten, »Hier sind über 5000 Männer, dazu noch Frauen und Kinder. Wir könnten Brot kaufen, aber das würde ein Vermögen kosten. Es wäre wohl besser, die Leute wegzuschicken.« Da kam einer der Jünger mit einem Jungen an, den er gefunden hatte. Dieser Junge hatte noch 5 kleine Brote und 2 kleine Fische. Okay, sagte Jesus. Er nahm das Brot und die Fische, dankte Gott dafür und sagte seinen Jüngern, dass sie es verteilen sollten. Das taten sie. Erstaunlicherweise wurden die Brote und Fische nicht alle und jeder, der da war, wurde satt. Danach sammelten die Jünger die Reste, die übrig geblieben waren, ein. Es waren 12 Körbe Brot übrig geblieben, obwohl jeder gegessen hatte. Nach diesem Wunder glaubten viele, dass Jesus wirklich von Gott geschickt worden war. Eines Tages überquerten die Freunde von Jesus, die Jünger, allein einen See.
Jesus war zurückgeblieben, um mit Gott zu reden. Es war schon Nacht geworden und ein Sturm kam auf. Die Jünger kamen mit ihren Booten kaum voran. Plötzlich sahen sie eine Person auf dem Wasser zu ihnen kommen. Sie bekamen wahnsinnige Angst. Schau mal dort, was ist das? Das muss ein Gespenst sein. Keine Angst, sagte die Gestalt, ich bin es. Da erkannten sie, dass es Jesus war, der auf dem Wasser zu ihnen gelaufen kam. Petrus war begeistert. Jesus, lass mich zu dir kommen. Jesus erlaubte es ihm und Petrus stieg aus dem Boot. Es funktionierte tatsächlich. Petrus lief ein paar Schritte auf dem Wasser Jesus entgegen. Doch als er sich umschaute und die Wellen um ihn sah, bekam er Angst und begann zu sinken. Hilf mir, Jesus, rief er. Da hatte Jesus schon seine Hand gegriffen und sie beide stiegen in das Boot. Warum hast du so wenig Vertrauen in mich und zweifelst immer noch? Fragte er Petrus. Währenddessen hatte sich der Sturm gelegt und sie konnten ans andere Ufer weiterfahren. Eines Tages kamen ein paar Leute zu Jesus und fragten ihn, was müssen wir tun, um Gott gefallen zu können? Glaubt einfach an mich und folgt mir nach, denn Gott selbst hat mich geschickt. Gib uns ein Zeichen, gib uns Brot, so wie Moses uns vor langer Zeit Brot gegeben hat, das vom Himmel fiel. Nicht Moses hat euch dieses Brot gegeben, sondern Gott, mein Vater. Dieses Brot gibt auch heute noch der ganzen Welt Leben. Gib uns dieses Brot, baten sie. Ich selbst bin dieses Brot, das vom Himmel gekommen ist, erklärte er. Wer mich isst und mein Blut trinkt, wird ewiges Leben haben. Jesus wusste schon, dass er sterben würde und dass jeder, der an ihn glaubt, gerettet werden würde. Symbolisch dafür wird beim Abendmahl Wein getrunken, der das Blut von Jesus darstellt, und Brot zerbrochen und gegessen, was darstellt, dass Jesus getötet werden musste. Wie? Wir sollen dich essen? Das ist doch barbarisch! Es geht nicht anders. Gott, mein Vater, hat mich geschickt und ich bin der Einzige, der ihn gesehen hat. Ohne mich könnt ihr nicht zu ihm kommen. Als sie das gehört hatten, wollten viele nichts mehr mit Jesus zu tun haben und gingen weg. Auch viele der Freunde von Jesus, die er Jünger nannte, verließen ihn. Jesus fragte nun seine 12 besten Freunde, die Apostel. Wollt ihr auch weggehen? Er wusste, dass auch sie das, was er gesagt hatte, nicht verstanden, es ihnen seltsam vorkam und einige sogar wütend machte. Zu wem sollen wir denn gehen? Antwortete da Petrus. Du bist doch der, der die Worte hat, die uns ewiges Leben geben. Gott selbst hat dir das gezeigt, freute sich Jesus. Und die Apostel gingen weiter mit ihm. Einmal brachten ein paar Leute eine Frau zu Jesus. Die Frau war dabei erwischt worden, als sie ihrem Ehemann fremd ging. Sie fragten Jesus: Im Gesetz, das uns Gott durch Mose gegeben hat, steht, wir sollen diese Frau zum Tod verurteilen, weil sie die Ehe gebrochen hat. Was meinst du dazu? Damals war es üblich, Ehebrecherinnen zu steinigen, das heißt, sie so lange mit großen Steinen zu bewerfen, bis sie verbluten. Jesus sagte nichts. Er bückte sich nur und schrieb etwas in den Sand. Er wusste, dass die Leute nur einen Grund suchten, um ihn anzuklagen, und hofften, er würde etwas Falsches sagen. Als sie ihn weiter drängten, stand er auf und sagte, »Gut, steinigt sie. Aber der von euch, der noch nie etwas falsch gemacht hat, soll den ersten Stein werfen.« Dann schrieb er weiter. Die Leute dachten nach, ließen die Steine fallen und gingen, einer nach dem anderen, beschämt weg. Bald war Jesus ganz alleine mit der Frau. »Wo sind sie hin?« fragte er die Frau. »Hat dich denn keiner verurteilt?« »Sieht nicht so aus«, meinte sie. »Dann werde ich es auch nicht tun. Geh und tue das in Zukunft nicht wieder.« Einmal kam Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, an einem Mann vorbei, der seit seiner Geburt blind war. Die Jünger fragten Jesus, »Wer hat einen so großen Fehler begangen, dass Gott diesen Mann dafür straft? War es er selbst oder waren es seine Eltern?« Keiner ist daran schuld, entgegnete Jesus. Er ist blind, weil Gott an ihm zeigen will, welche Kraft er hat. Weiterhin erklärte er, die Nacht kommt, in der keiner mehr arbeiten kann. Solange ich auf dieser Erde bin,
bin ich das Licht für die Welt. Danach spuckte er auf den Boden und vermischte seine Spucke zusammen mit dem Dreck zu einem Brei. Diesen Brei schmierte Jesus dem blinden Mann auf die Augen. Dann sagte er zu ihm, geh und wasch dir die Augen. Das tat der Blinde. Nachdem er seine Augen gewaschen hatte, konnte er auf einmal sehen. Seine Freunde und Nachbarn sahen, dass er sehen konnte und fragten ihn, warum kannst du auf einmal sehen? Jesus hat mich geheilt. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte ruft seine Schafe, er kennt jedes einzelne bei seinem Namen. Die Schafe vertrauen dem guten Hirten, weil sie seine Stimme kennen und gehen mit ihm. Einer, der durch irgendeinen Hintereingang heimlich in den Stall kommt, kann nur ein Dieb sein, aber meine Schafe hören nicht auf ihn. Der gute Hirte kommt durch den Vordereingang hinein. Ich bin nicht nur der gute Hirte für meine Schafe, sondern auch die Tür, die sie zum ewigen Leben führt. Der Feind ist nur gekommen, um zu stehlen und zu töten. Ich aber bin gekommen, um Leben zu retten und Menschen zu Gott zu bringen. Ich werde auch viele Schafe von anderen Stellen, Menschen aus anderen Ländern und Nationen zu Gott führen. Für sie alle werde ich selbst mein Leben aufgeben, mich opfern, sodass sie alle gerettet werden können. Lazarus und seine Schwestern Maria und Martha waren gute Freunde von Jesus. Eines Tages wurde Lazarus schwer krank. Da Jesus gerade in der Nähe unterwegs war, sagten Maria und Martha ihm Bescheid und baten ihn zu kommen. Als Jesus davon hörte, entschied er noch 2 Tage zu warten und dann zu den Geschwistern zu gehen. Zu seinen Freunden, den Jüngern, sagte er, »Diese Krankheit wird ihn nicht umbringen. Nein!« Durch diese Krankheit wird Gott zeigen, was er kann und welche Kraft er seinem Sohn gegeben hat. Als Jesus in dem Ort ankam, wo Lazarus, Martha und Maria wohnten, kam ihm Martha schon entgegen. Sie weinte. Jesus, Lazarus ist gestorben. Wenn du hier gewesen wärst, würde er noch leben. Aber ich vertraue dir trotzdem, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Er wird wieder lebendig werden, antwortete Jesus. Ja, das weiß ich, bestätigte Martha. Am Ende der Zeit wird Gott uns alle wieder lebendig machen und wir werden zu ihm kommen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer auf mich vertraut, wird leben, auch wenn er stirbt, ermutigte sie Jesus. Glaubst du das? Martha antwortete, ja, das tue ich. Dann ging sie nach Hause und schickte Maria zu Jesus. Auch Maria sagte zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, würde Lazarus noch leben. Jesus fragte sie, wo sie Lazarus hingebracht hatten, und Maria führte ihn zum Grab von Lazarus. Als Jesus das Grab sah, musste auch er weinen. Die Leute, die ihn weinen sahen, fragten sich, er hat doch so viele Wunder getan. Warum hat er seinen Freund nicht geheilt? Jesus bat die Leute, den Stein vom Grab wegzurollen. Er liegt schon ein paar Tage dort, meinte Martha. Bestimmt verwest er schon und es stinkt fürchterlich. Ich habe doch gesagt, dass ich an ihm meine Kraft zeigen werde, entgegnete Jesus. Dann rollten sie den Stein weg. Jesus dankte Gott. Danke, dass du mich hörst. Dann rief er dem Grab zu. Lazarus, komm heraus! Sofort wurde Lazarus wieder lebendig und kam aus dem Grab gelaufen. Er war immer noch in Leichentücher eingewickelt. Viele, die das sahen, glaubten jetzt, dass Jesus wirklich von Gott geschickt wurde. Eines Tages war Jesus bei einem angesehenen Mann namens Simon zum Essen eingeladen. Als sie noch am Essen waren, kam eine Frau in das Zimmer. Sie ging zu Jesus, kniete sich vor seine Füße und fing an zu weinen. Sie hatte ein sehr teures Parfüm mit, das sie Jesus über seine Füße goss. Sie wusch ihm die Füße mit ihren Tränen und dem Parfüm und trocknete sie mit ihren Haaren ab. Einer der Jünger beschwerte sich. Was soll das? Das Parfüm ist so viel wert. Wäre es nicht besser, es zu verkaufen und das Geld den Armen zu geben? Jesus erwiderte nur,
Es ist gut, was sie tut. Arme werdet ihr immer haben, um die ihr euch kümmern könnt. Ich bin nur noch kurz bei euch und sie bereitet mich durch diese Salbung auf meinen Tod vor. Auch Simon wunderte sich über Jesus. Jeder wusste, dass die Frau ein schlechtes Leben lebte. Sie war verachtet und wurde als Verbrecherin angesehen. Warum lässt du dich von so einer Frau anfassen, statt sie einfach wegzuschicken? Jesus erwiderte, schau dir die Frau an. Du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, dass ich mir selbst die Füße waschen kann, als ich in dein Haus kam. Sie hingegen wäscht meine Füße mit Öl und ihren Tränen. Du hast mir keine Umarmung gegeben, als ich ankam. Sie hingegen küsst die ganze Zeit meine Füße. Glaub mir, wem Gott viel verziehen hat, der liebt auch viel. Wem wenig verziehen ist, der liebt auch wenig. Dann schaute er die Frau an und sagte, deine vielen Fehler sind dir vergeben. Du wurdest gerettet, weil du auf mich vertraut hast. Jesus war mit seinen Freunden, den Jüngern, auf dem Weg nach Jerusalem, um dort das Passafest zu feiern. Das Passafest ist der wichtigste jüdische Feiertag. Er schickte zwei Jünger in ein Dorf vor Jerusalem. Dort stand ein Esel. Jesus hatte ihnen gesagt, dass sie ihn losbinden sollen, um ihn zu Jesus zu bringen. Das taten sie. Als die Leute sie fragten, was sie mit dem Esel wollen, antworteten sie, Jesus braucht ihn. Genau so hatte es Jesus ihnen aufgetragen. Jesus setzte sich auf den Esel und ritt durch ein Stadttor nach Jerusalem hinein. Viele Menschen hatten sich versammelt, um ihn zu begrüßen. Sie legten Tücher auf die Straße vor Jesus und nahmen sich Zweige, um ihm zuzuwinken. Sie feierten Jesus wie einen König. Dabei sangen sie, jubelt dem König zu, der von Gott zu uns gekommen ist. Jesus wollte mit seinen Freunden, den Jüngern, das Passafest feiern. Das Passafest ist das wichtigste jüdische Jahresfest und wird mit einem gemeinsamen Abendessen eröffnet. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt, um das Fest vorzubereiten. Sie sollten dafür einem Mann folgen, den sie auf dem Weg trafen. Den Besitzer des Hauses, in das er ging, sollten sie bitten, seine Räume zu nutzen. Das funktionierte auch. Als Jesus mit seinen Jüngern beim Passa-Abendmahl saß, nahm er einen Eimer und begann jedem Einzelnen die Füße zu waschen. Petrus wollte das nicht, weil es eigentlich üblich war, dass ein Angestellter seinem Chef die Füße wusch, aber nicht ein Lehrer seinen Schülern. Jesus erklärte ihm, ihr sollt genau so miteinander umgehen, wie ich gerade mit euch umgehe. Keiner soll sich wichtig machen. Nein, helft euch gegenseitig. Seid jederzeit bereit, anderen Gutes zu tun, auch wenn es sich um erniedrigende Dinge handelt. Danach nahm Jesus das Brot und zerbrach es. Er gab jedem der Jünger ein Stück davon und sagte, dieses Brot steht für meinen Körper, den ich für euch geben werde. Esst alle davon. Dann nahm er einen Becher mit Wein, reichte ihn herum und sagte, dieser Wein steht für mein Blut, das fließen muss, damit eure Schuld vergeben werden kann. Trinkt alle davon. Feiert dieses Abendmahl regelmäßig und erinnert euch immer daran, dass ich euch durch meinen Tod befreit habe und ihr ein neues Leben haben könnt. Dann wurde Jesus traurig. Leider wird einer von euch mich an meine Feinde ausliefern. Da fingen die Jünger an, sich gegenseitig zu fragen, wer von uns könnte denn so etwas Bösartiges tun? Petrus sprang sogar direkt auf und sagte zu Jesus, nein, niemals, ich würde sogar für dich sterben. Petrus, noch bevor morgen die Sonne aufgeht, wirst du dreimal behaupten, mich nicht einmal zu kennen. Jesus wusste, dass Judas ihn verraten würde und warnte ihn auch vor seiner Tat. Aber Judas hatte es sich schon so fest in den Kopf gesetzt, Jesus zu verraten. Das Geld, was er für den Verrat bekam, war ihm mehr wert als seine Freundschaft zu Jesus. Einmal fragte Thomas Jesus, »Kannst du uns den Weg zu Gott zeigen?« Jesus erklärte ihm,
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne mich kann keiner zu Gott, dem Vater, kommen. Wenn ihr mich kennt, kennt ihr auch meinen Vater. Philippus meinte, Jesus, zeig uns den Vater. Philippus, du bist jetzt schon so lange mit mir unterwegs und weißt es immer noch nicht. Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Glaubst du denn immer noch nicht, dass ich mit dem Vater verbunden bin und ihn auf der Erde repräsentiere? Ich tue doch nichts aus meiner eigenen Kraft. Ich frage immer Gott den Vater, was er vorhat, und das tue ich dann. Wenn ihr mir vertraut, werdet auch ihr Dinge tun, die euch der Vater aufträgt. Ihr werdet sogar noch beeindruckendere Dinge tun, als ich sie getan habe. Ich bin wie ein Weinstock, und Gott, mein Vater, ist wie ein Gärtner. Ihr seid wie einzelne Reben. Wenn ihr an mir festhaltet, dann werden an euch viele Weintrauben wachsen. Das könnt ihr nicht von selbst. Ihr braucht ja das Wasser, das erst durch den Weinstock fließt, um wachsen zu können. Genauso könnt ihr auch nur Gutes tun, wenn ihr an mir festhaltet. Gott geht ab und zu durch seinen Weinberg und schneidet alle Reben ab, an denen kein Weintrauben wachsen. Wenn ihr aber auf mich hört, einander liebt und das tut, was ich euch sage, dann braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Die Weintrauben werden dann ganz von selbst an euch wachsen. Ich erzähle euch das alles, weil ihr nicht meine Angestellten seid, sondern meine Freunde. Ich werde mein Leben für euch geben. Liebt euch deshalb gegenseitig so, wie ich euch liebe. Nach dem Abendmahl ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Park, um zu beten. Im Park, der Gethsemane oder Ölberg hieß, angekommen, versammelte Jesus seine Freunde, die Jünger, und bat sie, »Diese Zeit wird sehr schwer für mich. Bitte bleibt mit mir wach und betet, dass ihr diese schwere Zeit übersteht.« Dann ging er ein Stück von ihnen weg, um allein mit Gott zu reden. Er betete sehr intensiv, »Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass mich das, was mir bevorsteht, nicht erleiden. Ich will aber tun, was du möchtest, und nicht, was ich möchte.« Jesus hatte so große Angst und betete so intensiv, dass er Schweiß und Blut schwitzte. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Er weckte sie auf. »Warum schlaft ihr? Ihr müsst jetzt wach bleiben und beten, dass ihr das, was kommt, übersteht.« Da kam Judas schon mit einer Gruppe von bewaffneten Männern dazu. Er ging zu Jesus und begrüßte ihn mit einer herzlichen Umarmung und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Das war das Zeichen für die Leute, die Judas mitgebracht hatte, wen sie festnehmen sollten. Jetzt verstanden auch die Jünger, was hier passierte. Und einer von ihnen ging so groß mit einem Messer auf einen der Männer los, die Jesus festnehmen wollten. Er schnitt ihm ein Ohr ab, aber Jesus stoppte ihn. »Hör auf! Wer Gewalt anwendet, wird durch Gewalt sterben.« Jesus heilte sofort das Ohr des Mannes. Dann fragte er, »Warum habt ihr mich nicht am Tag verhaftet? Ich war doch jederzeit in aller Öffentlichkeit sichtbar und habe zu den Menschen gesprochen. Aber jetzt ist eure Zeit, die Zeit, in der die Finsternis herrscht.« Die Jünger waren inzwischen alle vor lauter Angst weggelaufen und Jesus wurde weggebracht, um verhört zu werden. Die Soldaten machten sich über Jesus lustig. Sie verbanden ihm die Augen, schlugen ihn und fragten, »Na, du Allwissender, wer hat dich geschlagen?« Petrus war ihnen heimlich gefolgt und beobachtete alles aus sicherer Entfernung. Da sprach ihn eine Frau an, »Du warst doch auch mit diesem Jesus unterwegs.« »Nein, sie müssen mich verwechseln.« »Klar, du bist doch auch einer von denen, die er Jünger nannte.« »Quatsch, ich habe den Mann noch nie gesehen.« »Dich habe ich doch auch bei ihm gesehen. Ich kenne ihn nicht.« In diesem Moment ging die Sonne auf. Da erinnerte sich Petrus, was Jesus beim Abendmahl zu ihm gesagt hatte. Er ging traurig weg und weinte sehr. Die obersten religiösen Leiter des jüdischen Volkes befragten Jesus. »Bist du der Retter, den uns Gott geschickt hat?« »Ja, der bin ich.« Da wurden sie wütend, weil er sich selbst als genauso wichtig wie Gott sah und brachten ihn zum zuständigen römischen Richter Pilatus. Bei Pilatus angekommen, beschuldigten sie Jesus, dass er einen Aufstand anzetteln wollte.
den Leuten ausredete, ihre Steuern zu zahlen und sich als neuer König ausgibt. Pilatus fragte Jesus selbst: Stimmt das? Bist du der König der Juden? Ja, der bin ich. Da wandte sich Pilatus wieder an die religiösen Leiter. Ich finde nichts an ihm, wofür ich ihn bestrafen müsste. Aber sie ließen nicht locker. Doch, er ist gefährlich. Du musst ihn verurteilen. Pilatus sah einen Ausweg. Der Mann kommt doch aus Galiläa. Das heißt, für ihn bin ich nicht zuständig, sondern der König Herodes. Er ist gerade in der Stadt. Geh zu ihm. Er soll über ihn urteilen. So brachten sie Jesus zu König Herodes. Der hatte schon von Jesus gehört und auch welche Wunder er getan hatte. Also fragte er Jesus: Kannst du nicht ein Wunder für mich tun, um zu zeigen, wer du bist und ich dich freilasse? Doch Jesus schwieg nur. Der König fragte ihn noch ein paar andere Fragen. Doch immer noch sagte Jesus kein Wort. Irgendwann hatte Herodes genug. Er zog Jesus einen königlichen Mantel an und sie setzten ihm eine Krone aus Dornen auf. Dann machten er und seine Soldaten sich über Jesus lustig und feierten ihn als König der Juden. Danach blieb ihnen nichts anderes übrig, als ihn zu Pilatus zurückzuschicken. Pilatus sah immer noch keine Schuld an Jesus und auch Herodes hatte keine gefunden. Also fragte er Jesus: Willst du denn gar nichts zu deiner Verteidigung sagen? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen? Jesus erwiderte: Du hast nur Macht über mich, weil sie dir von Gott gegeben ist. Die Leute, die Jesus beseitigen wollten, hatten inzwischen eine große Menschenmenge mobilisiert, die draußen riefen: Verurteile Jesus zum Tod! Pilatus unternahm einen letzten Versuch, Jesus zu retten. Es war zum Passafest üblich, einen Gefangenen zu begnadigen. Also holte er Jesus und Barabbas, einen Mörder, vor die Menschenmenge und fragte sie: Wen soll ich begnadigen? Jesus oder Barabbas? Gib uns Barabbas! Und was soll ich mit Jesus tun? Richte ihn! Pilatus hatte Angst, dass die Menschen einen Aufstand anzetteln würden. Also gab er nach. Bevor er Jesus für die Hinrichtung freigab, wusch er sich vor allen gut sichtbar die Hände und bekundete: Ich bin unschuldig am Tod dieses Menschen, der nichts Böses getan hat. Nach seiner Verurteilung musste Jesus das Kreuz, an dem er hingerichtet werden sollte, selbst tragen. Er trug es durch die Stadt und viele Menschen waren da und verspotteten ihn. Der Ort der Hinrichtung war ein Hügel außerhalb der Stadt, der Golgatha genannt wurde. Das bedeutet Platz der Schädel. Die Soldaten nahmen Jesus alle seine Kleidungsstücke weg und verteilten sie unter sich. Dann nagelten sie Jesus an das Kreuz und stellten es auf. Über seinem Kopf befestigten sie ein Schild, auf dem stand: Das ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher am Kreuz hingerichtet. Einer von beiden machte sich über Jesus lustig. Bist du jetzt Gottes Sohn oder was? Steig vom Kreuz und hol uns gleich auch mit herunter, wenn du das kannst. Der andere der zwei Verbrecher unterbrach ihn. Hast du immer noch keinen Respekt vor Gott, obwohl du so kurz vor dem Tod stehst? Wir haben es verdient, hier zu hängen. Jesus hingegen hat nichts Böses getan. Jesus, denke an mich, wenn du bei Gott in seiner wunderbaren neuen Welt sein wirst. Jesus entgegnete ihm: Du wirst heute noch mit mir dort sein. Es waren viele Leute da, die das Geschehen beobachteten. Einige der religiösen Leiter und römischen Soldaten, die sich über Jesus lustig machten. Aber auch einige seiner Freunde, darunter seine eigene Mutter Maria, Johannes und Maria Magdalena. Jesus sah die Menschen an, die ihn angeklagt und verurteilt hatten, und bat Gott: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie hier tun. Dann wurde es für etwa 3 Stunden dunkel im ganzen Land. Jesus war kurz vorm Sterben.
Mit letzter Kraft rief er voller Verzweiflung: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Danach starb er. Gleichzeitig gab es ein großes Erdbeben. Der römische Hauptmann, der verantwortlich war für diese Hinrichtung, stellte erschrocken fest: dieser Mann muss wirklich Gottes Sohn gewesen sein. Danach wurde Jesus vom Kreuz genommen und in ein Felsengrab gebracht. Das Grab wurde von römischen Soldaten bewacht. Am Sonntag ging Maria Magdalena zusammen mit zwei anderen Frauen zum Grab Jesu. Sie wollten Jesus mit Öl salben, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Auf dem Weg überlegten sie bereits, wie sie wohl den schweren Stein, der das Grab verschloss, wegbekommen würden und ob die Wachen noch da sind. Als sie am Grab ankamen, war der Stein jedoch zur Seite gerollt und auch die Wachen waren verschwunden. Sie gingen hinein und fanden nur ein paar Leichentücher an der Stelle, an der Jesus gelegen hatte. Dann sahen sie einen Engel, der ihnen mitteilte: habt keine Angst, Jesus, den ihr sucht, ist nicht mehr hier. Er ist wieder lebendig geworden. Sofort liefen die Frauen voller Freude zu den anderen Jüngern und berichteten ihnen, was geschehen war. Die anderen wollten ihnen nicht glauben. Petrus sprang sofort auf und rannte zum Grab. Auch er fand es vor wie die Frauen zuvor. Nachdenklich ging er wieder weg und überlegte, was wohl geschehen war. Am gleichen Tag waren zwei der Freunde von Jesus zu Fuß unterwegs. Sie hatten Jerusalem bereits verlassen. Als sie gerade in einer angeregten Unterhaltung waren, kam Jesus zu ihnen und klinkte sich ein. Sie erkannten ihn aber nicht. Er fragte sie, worüber sie reden. Und sie erzählten ihm alles, was mit ihrem Freund Jesus geschehen war. Und er erklärte ihnen, warum dies geschehen musste. Sie merkten immer noch nicht, dass es Jesus war, mit dem sie sich unterhielten. Am Abend luden sie ihn ein, mit ihnen zu Abend zu essen. Als Jesus das Brot zerbrach und ihnen gab, merkten sie auf einmal, dass es Jesus war. In diesem Moment war er aber auf einmal plötzlich verschwunden. Ein paar Tage später waren die Jünger in einem geschlossenen Raum zusammen. Einigen war Jesus nach seinem Tod schon begegnet und sie berichteten den anderen freudig: er lebt wieder, er ist auferstanden. Thomas konnte es nicht glauben. Ich muss erst die Wunden von der Kreuzigung in seinen Händen fühlen, bevor ich glauben kann, dass das alles wahr ist. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen und begrüßte sie herzlich. Thomas zeigte er seine Wunden an den Händen und ermutigte ihn: du glaubst jetzt, weil du siehst, dass das alles wahr ist, was über mich gesagt wurde. Glücklich sind diejenigen, die glauben, ohne zu sehen. Dann aßen sie gemeinsam und waren überglücklich, Jesus wieder zu haben.